Hey, da seid ihr ja wieder und ich bin auch da. Tobi ist wieder hier für euch. Yu-Gi-Oh! World Championship 2010 am Start. Ich habe mir gedacht, wir machen mal ein bisschen freies Duell einfach nur für den Rest der Session. Was aber passiert ist, ich bin hier reingegangen und wir haben halt die üblichen Nachrichten gekriegt, neue Gegner und auch ein neues Pack angeblich und. Ja, ich habe schon nachgeguckt. Ich weiß, was es ist. Es ist World Championship Edition 4. Also spammen wir nochmal ein bisschen Geld raus, um zu gucken, was hier drin ist. In irgendeiner von denen habe ich nachgeguckt, ist Mizuki drin. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Edition. Ich glaube aber nicht in der. Ja, auf jeden Fall sind hier interessante Karten drin. Weil es nicht wirklich irgendwas Playable ist. Wenn du ein Monster vom Typ Ungeheuer, das du kommst, zerstörst und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du diese Karte. Ja, der ist ja vielleicht nicht schlecht in dem Ungeheuer-Deck, aber warum sollte ich mir ein Ungeheuer-Deck machen wollen? Bewaffnete Drache, Level 10. Vermächtnis von Yatagarasu. Hier haben wir es wieder. Vermächtnis von Yatagarasu. Ich habe letztens wieder mal einen Stream gemacht und Tag Force 1 gespielt. Und bei der deutschen Übersetzung von Tag Force 1 heißt Vermächtnis von Yatagarasu Leiche von Yatagarasu. Dann habe ich mich gefragt, wie die Karte eigentlich auf Englisch heißt. Und hier kann ich ja ein bisschen erkennen, Legacy auf Yatagarasu. Wie haben sie das mit Leiche von Yat... Also das müssen sie wirklich durch eine Maschinenübersetzung, durch einen Google-Übersetzer gejagt haben. Wenn es den damals schon gab. Vermächtnis von Yatagarasu. Also meine Theorie, warum das Leiche von Yatagarasu hier ist, wahrscheinlich war die Karte noch nicht raus im Deutschen. Deswegen konnten sie einfach ihr großes Glossar da nehmen oder was weiß ich, ihre Datenbank, wo sie immer wieder die Kartennamen und Texte einfügen. Ja, und dann das Leiche von Yatagarasu aus. Ich weiß nicht, ich fand das so witzig in dem Moment. Das Leiche von Yatagarasu. Okay, ist wenig bisher für uns drinnen gewesen. Werde ich nicht unbedingt auf die Shortlist setzen. Eher auf die lange Liste von Packs, die wir noch zu vervollständigen haben. Ich würde aber sagen, wir werden mal. Ich habe das Hexa-Deck auch, das Zauberfritzen-Deck, ein bisschen aufgerüstet, ne? Garlandolf. Ich weiß gar nicht mehr, wie man den bekommt. Das war, glaube ich, entweder war der 50 Spielstunden oder der war irgendwie Hälfte der Duellboni, aber ich glaube, ich habe überhaupt keine neuen Duellboni bekommen, ne? Golga, Baski, Batrimans. Yep. Hier sind auf jeden Fall einige neu dazugekommen, aber wir waren ja noch nicht mal so richtig durch mit denen hier. Was wollte ich sagen? Ah ja, Zauberfritzen-Deck habe ich auch aufgerüstet mit den drei neuen Karten, die wir bekommen haben. Das sieht auf jeden Fall, wenn wir noch ein paar mehr davon bekommen, können wir da auf jeden Fall ein bisschen was machen. Ich werde dann wahrscheinlich aber das Deck quasi in zwei Versionen absplitten. Eine, die mehr auf diese, auf die schweigsamen Magier geht, weil ich die halt irgendwie cool finde. Und eine, die dann quasi mehr auf Synchro-Spell-Counter geht. Weil ich glaube, so richtig zusammenpassen die beiden Sachen dann nicht. Deswegen werde ich da wahrscheinlich das Deck absplitten. Mal gucken. Aber soweit sind wir ja noch nicht. Prinzessin Pikeru hat man hier. Wir hatten auch noch die Kollegin. Ich würde aber erstmal sagen, wir machen hier weiter. Denn ich habe herausgefunden, wir müssen die natürlich auch alle dreimal besiegen, um weitere Sachen freizuschalten. Und ich würde sagen, nicht lange verharren hier. Wir machen weiter. Werden mal ein bisschen das neue Zombie und das neue Hexer-Deck ausprobieren. Also im Moment erstmal nur das neue Zombie-Deck gucken. Ein paar Synchros machen. Diese Hand ist für den Arsch. Okay, besser. Also wenigstens haben wir ein Monster bekommen. Oh je, ich glaube, den Vampirlord, den wird es auch bald treffen. Aber wir brauchen ja eigentlich nach wie vor mal das Zombie-World-Structure-Deck. Ansonsten, weil ich weiß nicht, ob Zombie-World in irgendeinem von den Championship-Packs vielleicht noch so drin ist. Aber ich bezweifle es. Würde des Mächtigen. Das hätte ich noch im Gedächtnis haben können, dass sie die hat. Oh Gott, Swords. Ich hätte vielleicht MST gleich setzen sollen. Aber ist ja egal. Wir sind ja jetzt eh dran.
Wir können eh nicht angreifen. Ich würde die Bürde trotzdem wegmachen. Ich mag die Karte einfach nicht. Das ist so ein Global Taunt, wenn ich die sehe. Ich muss sofort Spell oder Trap Removal drauf anwenden. Ansonsten können wir nicht wirklich viel machen, ne? Wir haben leider kein Ziel bisher im Friedhof für Zombie-Meister. Das heißt, den Krempel, den wir bisher auf der Hand haben, den können wir nicht wirklich verwerten. Oh Gott. Okay, und jetzt können wir quasi gar nichts mehr machen. Stufenbeschränkungsgebiet B. Meine absolute Lieblingskarte. Jetzt müssen wir warten, bis wir noch mehr Spell und Trap Removal bekommen. Call of the Mummy. Ja, nicht wirklich was, was wir jetzt gebrauchen können, ne? Verteidigungsposition gebracht, ja. Da machen wir quasi gar nichts. Wir machen auch nichts, solange wie die Swords da sind, ne? Kuran. Vielleicht hätten wir Zombie-Meister opfern sollen für Ryokoki. Ryokoki! Der hat wenigstens Verteidigungspunkte. Du kannst nur weiße oder schwarze mit dieser Karte. Erhöhe ATK um 800. Wenn dann dieser Monster Stufe 5 oder das Ergebnis eines Kampfes zerstört hat, dann bekommt sie diese besondere Magierin. Goodbye. Zurück auf die Hand. Ich weiß nicht, was die anderen können. Die sind auch nicht so... Ach du Kacke. Und natürlich kommen ihre Monster unter. Scheiß Floodgates raus, ne? Das ist natürlich, ist es so. Noch ein Vampirlot. Mach mal Ryokoki im Verteidigungsmodus. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Wir holen ihn in meinen Angriffsmodus, komm. Aber er wird instant in Verteidigung gelegt. Schon nur aus Protest. Swords sind weg. Jetzt könnte man wieder angreifen. Hätte man denn ein Monster, was weniger als 4 Level hätte. Und sie kriegt noch Life Points dazu. Ah. Okay, sie kann irgendwie gar nichts anfangen im Moment mit ihrer Hand. Das ist schon mal gut. Sie hat ja nicht mal Kuran gespielt. Warum? Das könnte sie doch. Damit wird sie, die macht doch Burn-Schaden. Im Gegensatz, sie gibt Life Points und die andere macht Burn-Schaden, ne? Mir bringt uns auch nichts, ne? Was haben wir denn mit unserem Extra-Deck? Ne, die macht auch nur Monster weg, ne? Bräuchten irgendwas, was Zeug removed? Was haben wir denn? Wir haben Nebelraupe. Auf die Hand zurück. Ja, dann spielt es einfach wieder. Ist auch nicht so Premium. Also wir müssen wahrscheinlich irgendwie warten, bis wir einen Staubtornado oder was wir noch haben finden. Und wer sagt denn dann, dass sie nicht gleich das nächste Floodgate schon bereit hätten? Oh Gott, no. No. Meine Monster. Nicht der Blitzeinschlag. Und jetzt kommt noch die Scheiße hier. Und jetzt gibt's auf die Fresse von komischen kleinen Level 2 Hexern. Nein, nicht die Magierinnen. Nicht diese Lollis. So einige würden das bestimmt mögen, ne? Aber das ist ja auch fragwürdig dann. Immer diese Lolli-Thematik, ne? Das haben wir auch schon öfters. Und da ist der erhoffte Staubtornado, Gott sei Dank. So, auf der Mumie. Holen wir uns unseren Vampirlord. Ich hoffe nur, dass was auch immer sie dort verdeckt gespielt haben, nicht noch ein Floodgate ist. Ja, 400 Life Points, ne, 800 kriegt sie sogar. Und hier 300 Schaden für jedes
Monster auf meiner Seite, also 300. Vulkanische Königin, das ist jetzt nicht ihr Ernst, ne? Nee, ich will jetzt nicht das einzige Monster, was ist. Rewurf war das jetzt, Fräulein? Wie willst du mir das erklären? Dass das ein sinnvoller Play war? Du hast jetzt quasi deine ganze Hand weggeschmissen, ne? Oder gesetzt. Wenn diese Karte kann nur von deiner Spielfeld eines Gegners beschworen werden. Indem du ein Monster als Tribut und seinen Gegner kontrolliert. Falls du diese Karte speziell beschwörst, kannst du diesem Schlüssel kein Monster als Normalbeschwörung beschwören oder setzen. Einmal pro Spielzug kannst du eine andere Karte, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen. Um deinem Gegner. Einmal kannst du eine andere Karte, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen, um deinem Gegner 1000 Schaden zu nehmen. Wenn der entfällt, bitte entweder ein anderes Monster oder nimm 1000 Schaden. Das ist dann für uns gedacht. Wir können das Vieh natürlich auch einfach opfern für unseren Vampirlord und dann müssen wir das alles nicht. Können wir das einfach ignorieren. Aber es ist ein Vieh. Ach, no. Fuck! Dark Bribe. Genau das wollte ich nicht sehen. Eine Karte auf dem Friedhof liegen. Gegen 1000 Schaden. Wie viel oft können wir die? Einmal pro Spielzug könnte man die quasi mit Burn Damage, aber das wird nicht reichen. Ich glaube, ich hoffe, das Viech einfach für unser Monster. Haben wir noch mehr Spell und Trap Removal eigentlich im Deck? Ich glaube schon, wir haben mindestens noch einen Staubtornado. Und Heavy Storm, aber ich weiß nicht, das ist dann wieder so, wir haben noch zwei Bodenlose liegen. Ich könnte ruhig mal irgendwas spielen, was in die Bodenlose fällt, ne? Und nicht auf unserer Seite kommt. Doppelkoste. Wir haben das einzige Main-Deck-Monster, was wir haben, ist, glaube ich, also ne, Geistersensenmann und unsere Empfänger sind die einzigen Monster, die nicht unter das Dingens fällt. Stufenbeschränkungsgebiet B, die da drunter durchkommen. Aber gut, Luck, das muss ich erstmal ziehen, ne? Oh, finsterer Resonator. Den habe ich ganz vergessen. Der hat sogar mehr Angriff als die zwei Zauberinnen, ne? Haha! Gedreckt-Son. Oder Gedreckt-Daughter. Na, das klingt scheiße. Gedreckt, du kleine Lolli, du. Kleines Anime-Lolli-Girl mit pinken Haaren. Das ist quasi die schlimmste Form von Lolli. Obwohl, nee, Goff-Lolli ist wahrscheinlich schlimmer. Ich höre jetzt auf, von Lollis zu reden. Das wäre wahrscheinlich für. Erstens für meine persönliche Sicherheit besser. Ich höre schon wieder irgendwo Sirenen. Zweitens. Ist wahrscheinlich für meine geistige Gesundheit besser, wenn ich nicht so viel über Lollis rede. Und wahrscheinlich für eure geistige Gesundheit. Och, Waboku. Was ist denn das? Ich meine, sie könnte uns natürlich jetzt die Kuran noch auf dem Feld, aber ich habe ja Beisat durch meine weisen, intuitiven und kognitiven Fähigkeiten Kuran zuerst zerstört, eben wegen dem Burn-Schaden. Könnte uns halt lange genug stallen, dass wir dadurch verlieren quasi. Und ich meine, es ist nicht so unwahrscheinlich, weil wir haben ja jetzt ordentlich schon ein Board gemacht, denn das heißt, wir würden ja 1200 im Moment jede Runde bekommen. Außerdem zweite Bürde des Mächtigen. Nicht gerade das, was ich jetzt sehen wollte. Doppelte Trägheit. Was könnte man denn holen? Darkness End, das Ding hat auch keinen nennenswerten Effekt, ne? Holen wir den Dingens mit Vampirlord und Kollege und machen mit dem Pikeru weg. Der
kommen wir auch in Verteidigung. Zack. Okay, weg. Jetzt haben wir erstmal kein. Zumindest halt, muss sie jetzt erstmal irgendwie ein Monster top decken oder ein anderes spielen. Oh Gott. BLS? Nee, Chaos-Hexer. Auch nicht gerade geil. Kann ich den in die Bodenlose fallen lassen, bevor er... Ne, natürlich kann ich es nicht. Sie hat instant den Effekt aktiviert. Aber warum denn auf Doppelkoston? Das verstehe ich jetzt nicht, warum sie gerade Doppelkoston banished und nicht unser Bossmonster. Verstehe ich nicht. So, wir können Topf der Trägheit aktivieren. Wir haben genügend Monster im Friedhof. Wir wollen ja. Ich merke Topf der Trägheit vielleicht gar nicht so geil. Ich habe Topf der Trägheit im Zauberfritzen-Deck auch rausgenommen und dafür den dritten Upstart reingemacht. Einfach weil Upstart viel weniger der Conditions quasi hat, die wir erfüllen müssen. Cocky hole ich mal auch zurück. Dass wir ihn aktivieren können. Und hier wollen wir ja eigentlich unsere Zombies auch lieber im Friedhof haben. Ich glaube, ich werde das werde da noch ähnlich verfahren und den ausmachen für Upstart. Weil wir brauchen keine Deck Recovery in Zombies. Wir bräuchten, ne? Wir brauchen das halt für Zombie Meister zum Beispiel. Problem ist, wir kommen halt im Moment nirgendwo hin mit der ganzen, mit dem ganzen Bums, ne? Darf ich den nicht aktivieren? Achso, wir haben wieder alles. Ja, stimmt, wir haben ja wieder alles im Deck, ne? Das meine ich. Aber wir könnten eh nichts Sinnvolles holen. Wir müssen halt mal gucken, ob wir einen Plague Spreader. Ja, Hummingbird, ey. Also, will die uns jetzt so lange stornen, bis wir einen Deck tot sterben oder was? Na, ganz groß. Ich lasse den mal ins Deep Prison laufen. Einfach, wenn wir einen Heavy Storm ziehen, dann ist eh alles GG wieder für uns. Ob das in der Folge noch passiert, who knows. Setzen wir mal eine Schildkröte, komm. Why not? Wenn dort wieder eine finstere Bestechung dabei ist, ne, dann gehe ich aber am Krückstock. Ei, das ist so ein Duell, wo ich mir manchmal Gedanken mache, ob ich das Footage nicht einfach dann irgendwie auf fünffache Geschwindigkeit machen soll. Und irgendwie eine lustige Musik drunter legen soll. Aber das will ja nur wirklich keiner sehen hier. Okay, wir haben einen Empfänger. Können unsere 7er Synchros holen, was uns das bringt. Ne? Die haben wir uns ja schon angeguckt. Urbellum und das Viech. So ein Jagdbomber wäre jetzt hier nicht schlecht, aber sie hat schon viel zu viele Life Points für den Jagdbomber. Mit dem Jagdbomber könnte man halt über ihre Floodgates drüber schießen mit dem Effekt und halt unsere ganzen Zombies dort rein verwerten. Und irgendwann würden wir sie schon kriegen. Aber das ist halt nicht der Fall. Und sie kann halt selber nicht wirklich was machen, ne? Sie startet halt quasi auch nur auf ihre Hand und wartet wahrscheinlich, bis ich irgendwie einen Heavy Storm aktiviere, um den zu annullieren und sich dann ins Fäustchen zu lachen. Ich glaube, ich würde auch als erstes im Moment durch einen Decktod sterben. Dabei habe ich schon 5 Karten recycelt mit Top der Trägheit, ne? Also ich mein, muss sagen, unsere Hand ist schon cool, ne? Toll. Supi. Toll, tolle Karten. Ganz gut. Finde ich super. Oh, jetzt geht's weiter. Weiße Magierin. Shit.
Weiße Magierin Pikeru. Uncool. Was greift sie denn an? Zombie-Meister, okay. Soll mir recht sein. Komm, wir müssen noch mal eine von unseren Antworten ziehen. Alter, Spiel. Mach mal Pikeru weg, zack. Der hat jetzt 0 durch die Bürden. Ich glaube, das können wir den Effekt auch nicht aktivieren. Solange wir nur auf 0 ist. Oh, ist das langweilig. Leute, es tut mir leid. Was eine Scheißfolge. Ah ja. Ich muss mir merken, auf jeden Fall nicht unbedingt sofort Bürde des Mächtigen abzufackeln, wenn ich sie sehe, sondern mir Spell and Trap Removal für die tatsächlichen Floodgate-Karten aufzuheben. Solem, du kommst ein bisschen spät, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte mal halt schon irgendwie vor 5 Jahren gebraucht. Warum habe ich die jetzt gesetzt? Wenn wir jetzt einen Heavy Storm kriegen, ist er eh für die Katz. Ah. Und sie kriegt noch mehr Life Points. 600 Stärke, alle Mann, ne? Jede Menge nervtötende Floodgates im Deck, aber nur 600 Power. Feindkontrolle? Nice. Was übernimmt ihr jetzt? Sie übernimmt jetzt meine Mumie? Warum? Weil die 1800 Angriff hat, oder was? Achso, jetzt wird sie geopfert für eine Set-Monster-Card. Was ist denn dieses Deck? Seuchenverbreiter. Seuchenverbreiter und der Tag ist gerettet, würde ich sagen, aber so gerettet ist er dann auch nicht, ne? Was haben wir denn? Die machen nichts, ne, so richtig. Eisenketten, nee. Bryonek wäre halt. Ich fährt auf die Hand zurück. Müssen wir so viel von ihrem Shit auf der Hand zurückgeben und die kann das dann halt alles einfach wieder neu rausspielen. Das ist nicht so worth, ne? Das ist eigentlich nicht so worth. Ich mach's trotzdem. Es ist quasi. Es ist eines der wenigen Plays, die wir tatsächlich haben. Kollegen Bryonek spielen. Aber schon lange nicht mehr geholt. So, der hatte fast gar keine Punkte, ne? 1100. Und er kommt in Verteidigung. Okay, nee, dann machen wir einen anderen Plan. Ich werde nur. Nee, den brauchen wir eigentlich. Du kommst weg. Ich werde nur das Gebiet weggeben. Und wenn sie es nächste Runde wieder rausspielt, werde ich es annullieren mit Solemn. Und dann sehen wir weiter. Air Hummingbird, supi. Super, was für eine tolle Karte. Wir wollten doch alle schon mal einen Air Hummingbird in unserem Deck. Ach Gott, Maria, die gefallen, echt. Kann ich darauf Bodenlose machen? Ja, gut. Haben wir die auch noch verwertet? Ich wäre jetzt wirklich in der Stimmung für einen Heavy Storm langsam. Wirklich in der Stimmung. So, das wollten wir annullieren. Ich wette mit euch, sie hat eh schon 3 weitere auf der Hand. Oder 2. Wir sind ja bei Yu-Gi-Oh! Da gibt es nur höchstens 2 weitere. Irgendwas Verdecktes. Vielleicht noch eine Schwerkraftbindung oder so. Mal auch Spaß. So, machen wir mal den Bryonek in Angriff. Wir holen auch mal den Zombie-Meister. Wir aktivieren auch mal den Zombie-Meister. Wir holen mit dem Zombie-Meister den Seuchenverbreiter. Wo ist er denn? Hier.
in Angriffsmodus und wir holen. Was können wir denn? Die kriegen halt massive Abzüge, unsere ganzen Synchros, ne? Das ist das Problem. Nicht annulliere die Effekte. Das bringt halt nichts in der Situation. Wenn diese Karte spezial beschworen wird, kannst du im Friedhof des Gegners werden. Bringt uns auch nichts in der Situation. Vielleicht er hier. Der boostet sich langsam den Angriff dann hoch. Ich bezweifle immer noch, dass wir überhaupt vernünftig angreifen dürfen. 900. Pff. Die Schildkröte hat irgendwie dann 400 oder so. Mirror Force, er fickt dich ins Knie. Fick dich ins Knie. Pikeru, ich dich auch. Ich hasse dich auch. Warum tust du mir das an? Warum? Das ist doch irgendwie... Das ist doch wie Wasserfolter, dass du... Es ist Runde 44, sie hat 18.000 Lifepoints. Wer weiß, würden wir die überhaupt noch rechtzeitig runterkloppen können? Wenn wir jetzt den Heavy Storm ziehen, der wahrscheinlich gefühlt die unterste Karte in unserem Deck ist, dann hat sie doch bestimmt was zum Annullieren. Ich weiß es doch. Ich weiß doch, wie das Spiel funktioniert. Wir... Was machen wir denn? Was haben wir denn alles? Wir holen mal Zombie-Meister zurück. Wir holen mal Zombie-Meister zurück. Was machen wir denn jetzt mit Zombie-Meister? Wir können Seuchenverbreiter wieder nicht. Ich würde sagen, wir machen aber vielleicht mal ein bisschen mehr Dingens-Plays, dass wir nicht so offen dann dastehen. Wir holen uns lieber mal noch ein paar mehr Zombie-Meister. Das habe ich nämlich gemerkt. Wir haben ja vorhin den Zombie-Meister wegsynchronisiert und schon war unsere Synchro-Engine quasi weg. Ne? Also wir hatten dann nichts, also keinen weiteren Zombie. Oh Gott, Stealth Bird. Okay, wir sind so gut wie weg vom Fenster. Das hatten wir noch. Warum muss der erste CPU-Gegner so ein Deck spielen? Das verstehe ich. Das ist doch wieder. Das ist doch vom Design her schon wieder einfach nur Bullshit, ne? Klasse, das braucht man auf jeden Fall noch. Jetzt sind wir mit einem Flip tot von dem Viech dann. Ach. Warum muss die so ein furchtbares Deck spielen? Das macht doch keinen Spaß auf mir. Da wird doch das Spiel instant wieder in die Ecke gepfeffert, ne? Das kann doch nicht denn ihr Ziel sein. Wenn man einfach nur freies Duell spielen will, quasi. Mit dem Starterdeck kommt man doch hier nie weiter. Ich meine, die alten World Championship-Spiele, die waren ja quasi nur freies Duell, ne? Wenn man da denkt an die alten Teile und dann holt man sich den neuen und hier gibt's ja, mache ich einfach freies Duell. Und dann fängt man bei Pikeru an und spielt 50 Runden Duell, dass er quasi nur darin besteht, dass wir hoffen nach wie vor irgendwie mal unseren Heavy Storm zu ziehen. Habe ich den rausgemacht aus dem Deck? Alter, wir kriegen eine... Wetten, irgendjemand von euch hätte natürlich eine Line gewusst. Ich hätte mir einfach den MST am Anfang gleich aufheben sollen, ne? Aber ich wusste natürlich nicht, dass die so viele Floodgates spielt. Ah. Die flippt halt nächste Runde einfach ihren komischen Vogel selber. Schwerkraftbindung, ja. Oder. Ich hab's gecallt, ne? Ich hab's vor gefühlt 10 Minuten gecallt, dass die noch kommen wird, die Karte. 600er Stärke. Wir würden vielleicht 150 oder so von dem Duell kriegen, ne? Für eine ganze Folge 20.000 Lebenspunkte. 20.000 Lebenspunkte, fast 50 Züge. Absolute. Wäre so ein Deck, wo, wenn ich jetzt hier irgendwie was machen müsste oder was, da würde ich jede Menge Spell und Trap Removal reinziden. Alles, was ich finden kann. Fucking Twister von mir aus. Also hier würde ich, ne, da würde ich aus dem Sideboard jetzt hier ordentlich was reinbringen. Wie gesagt, den dritten Staubtornado mindestens. Fucking Twister, keine Ahnung. Ich weiß halt, es gibt halt nicht so viele gute Spell und Trap Removal Optionen. Wir haben aus diesem
komischen Extra-Pack haben wir diesen... Haben wir so einen Zombie bekommen, der auch Removal, Spell und Trap Removal machen kann. Das Problem ist, der ist halt so fragil. Ich weiß nicht, ob er den... Mir gefällt halt dieser Effekt von dem nicht, dass er wieder weg sich selber zerstört quasi. Aber wir könnten ihn halt auch einfach für Synchros weiter... Aber, kein Fan, ne? Wie gesagt, ich muss ja einfach das Removal für die Floodgates bei ihr aufheben. Also für Stufenbeschränkungsgebiet, Schwerkraftbindung und sowas. Und die Bürden reduzieren zwar schon unsere Punkte, aber ihre Monster sind so mies von den Werten her, dass wir eigentlich auch mit einer oder sogar zwei Bürden noch über die drüber kommen. Also da wissen wir auf jeden Fall fürs nächste Mal. Beim nächsten Mal habe ich da die Taktik schon wieder vergessen. Naja, es war ein bisschen eine sinnlose Folge. Ging, Hauptsache, die ging auch 30 Minuten, ne? Tobi, over and out. Tschö, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht mit einem besseren Showing. Ich wollte auch eigentlich nur unsere geile neue Synchro-Engine vorführen, ne? Und dann sowas. Bis zum nächsten Mal. Ach so, 600 Stärke hat der Mirror Force im Deck, ja. Ist klar.